der Weg, der Weg, der Weg, der Weg. Ja, natürlich gefällt es dir da. Tja, Frühgegend. Wir befinden uns jetzt im Anflug auf den weltbekannten Wallfahrtsort Klein-Mariazell. So, der ist wahrscheinlich so klein, dass wir dran vorbeifahren werden. Aber ich habe ja den Wolfi dabei. Der sieht da alles durch sein Linsen. Das fliegende Auge. Das fliegende Auge. Ich tue da mal hin. Ja. War schon wieder notwendig? Ja, aber schon sehr. Schon genug. Wie lange brauchen Sie denn so, bis alles fertig gemäht ist? Wenn Sie alles gemäht haben, da brauche ich vier Tage vor. Du Wolfi, was hältst du davon, wenn wir dem freundlichen Herrn da drüben, den hoffentlich freundlichen Herrn da drüben, ein bisschen helfen bei der Arbeit, beim Rosenmähen? Schauen wir mal, gell? Aha, der versteckt sich hinterm Baum mit dem Mäher. So, wo müssen Sie denn alles mähen? Da? Und da, unten, bei der Kapelle, da alles rundherum und da, und bei deinem Haus alles. Das ist schon viel. Ja. Das heißt, Sie haben keine Zeit für Hobbys? Nein, wirklich nicht. Das ist ja das mein Hobby. Ja? Ja, eben. Was haben Sie denn da für ein Rasenmäher? Was ist denn das für ein Ding? Ja, John Deere. Wie viel PS hat denn der? Wie viel PS hat der? Aber 17. Ja, 20, so herum, ja. Diesel mal da. Haben Sie schon mal probiert, wie schnell er geht? Ja, geht nicht so langsam, nicht? Ja. Und was machen Sie im Winter? Schneeschaufeln oder was? Schneeschaufeln muss ja. Man hat immer alles, was man will. Ne? Und da gibt es keine helfende Hand bei Ihnen? Brauche ich nicht. Momentan muss ich es nicht selber machen. Haben Sie einen Gemüsegarten dann auch wahrscheinlich? Ja, sicher, habe ich auch. Sie haben mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Lassen Sie mich auch mal damit fahren. Warum nicht? Wollen Sie ja. probieren? Ja. Ja, bitte. Ja, gern. So, dann Wolfi, jetzt geh in Deckung. Dann werden wir das ein bisschen kommentieren, so, wie es verkennt. Ja, drauf ist, gell? Okay. Ja. Also, da ist Gas. Ja. Wie funktioniert das? Also, muss auch aufsetzen. So ja, ich mach's schon. Ja, und die Kapellen, die müssen auch Sie im Schuss halten? Ja, sicher muss ich alles herrichten. Wirklich. Das heißt, das ist eine private Kapelle? Ja, die Fleischwächter, man soll es eh machen. Sicher. Sie machen Fleischweih das alles? Ja, die Kapellen halt. Ja. Die Kapellen herrichten, ja. Aber für die Fleischweih kommt schon der Pfarrer. Ja. Oder machen sind sie das auch? Nein, das nicht. Auf los geht's los, mach nichts nieder. Das ist die Zündung da. Ja, Bremsen durchtreten, oben durchtreten, ganz oben. Da? Oben. Da, das ist die Bremsen? Ja, das geht ja nicht so stark. Ah, warte mal, das ist alles Bremsen, gell? Nein, nur bleiben nicht drauf da. Gell? Ja, das ist auch, oder? Ja, da drauf bleiben. Boah, da haben sie viel Arbeit. Da ich hinten auch noch was. Ja. Ja, da wird es ihnen nicht fad. Nein, mir nicht. Schauen wir mal zur Kapelle. Ja, können Sie schauen. Ja, das würde mich interessieren. Ja. Wer hat denn schon eine Kapelle daheim? Der Rosenmäher, gell? Der Rosenmäher, der hat ja, der leistet ja Schwerarbeit genauso ja, wie Sie, gell? Ja. Schau. Ja, okay. Okay, jetzt gehe ich oben von der Bremsen, gell? Okay. Geht nicht weg. Und, du gehst nicht weg, du dann. Und gib Gas. Ja. Bleib in der Spur, bitte. Die Leute wollen heute alle nur mehr genießen und keiner will mehr was ja, tun, gell? Stimpe. Stimpe. Wirklich? Ja. Was sagen Sie, kann er das? Kann er das gut machen? Ja, der kann das, ja. Aber der fährt ein bisschen zickzack, das ist jetzt ja, da nicht ganz okay, gell? Bei ihm ist nicht so genau, ne? Naja, aber er müsste normal in der Spur bleiben, oder? Also der bringt das Ganze aus dem Konzept jetzt, oder? Der tut Achterfahren, ne? Ja, der tut Achterfahren. Normal gehört er der Linie rein, oder? Ja, das sieht man auch wirklich gerade ja, Linie. Ja. Und Kirschen haben sie auch schon. Ah, das sind Weichseln. Weichseln sind das. Ja. Und da machen sie dann Schnaps draus. Na, Marmelade. Ach so. Ja, das geht auch, natürlich. Ja, sicher. Ich bin dazu eingelegt, wissen Sie. Ja. Das brauche ich noch wieder nicht kaufen. Ja, sicher. Was ich selber mache. Das heißt, den Schnaps müssen sie kaufen. Ja, eben. Den müssen sie kaufen. Das sollten sie auch noch machen, oder? Nein, das war mir zu viel. Ist das erledigt? Ja, sicher. Super. Das ist automatische Sicherung, wenn man ansteigt oder was. Super. Und auch für die Kinder, weil die Kinder können auch nicht. Wenn es gering ist und der sitzt dafür, geht er gar nicht an. Nicht? Ja, die Kurven bist du super Sicherung gefahren. Ist jetzt drin, nicht? Das ist Kindersicherung. Nicht?
Wie sind Sie zufrieden mit meiner Mähleistung? Sehr gut, nicht? Ja, schon, gell? Ein bisschen Muster habe ich geschaut, dass ich noch eine mache. Ja, genau. Wir können sicher sein bei der derzeitigen Wetterlage. In 5 Minuten regnet es wieder. Und wenn es regnet, dann ist es ja so, dass die, die das Auto waschen, schuld dran sind, dass es regnet. Und wieso piepst der jetzt so? Ja, weil die Zentung nicht ausgeschaltet. Ah, ja. So. Eine volle Sicherung. Ne? Super, ja, kann nichts schief gehen. Idiotensicher quasi. Da fahren die Viecher, muss ich runter tun. Hm? Die Mücken durch Schnalle fahren und dann das ist halt schier. Das heißt, sie fahren zu schnell? Ja, oder fliegen die Mücken zu langsam? Auf der Autobahn darf man schnell fahren. Ja, und das ist halt, wenn man dann 160 fährt ein bisschen, dann zerreißt das halt die Pfleger. Sie sind da sicher auch ein bisschen kompetent, was die Brücken da betrifft. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was zeigen? Das ist das Brückenbaumuseum da hinten. Ja, ist sie nicht da? Schauen wir kurz einmal. Können Sie uns zur Dame vielleicht bringen, vielleicht was ist? Normal, das ist normal, ich denke da. Das wird da sein, ja. Ja. Weil das schaut recht interessant aus, gell? Ja, ja. Hm? Bei Ihnen drinnen noch weiß interessant. Ne? Na, dann schauen wir mal rein. Das ist mir jetzt zum Gemeindesekretär, dass der euch was sagt. Du, Steiermark 1 wäre da, der Fernsehsender, die wollen das Museum anschauen. Und die Renate ist ja heute in Wien. Magst du mit den Herren kurz mitgehen? Du bist gerade bei der Dusche, also kann man nicht, dann bist du richtig ja, fesch. Passt genau fürs Fernsehen. Ha? Ja, dann muss ich den Chef nochmal anrufen. Er hat gesagt, ich soll die fragen, ja. Gut. Jetzt müssen Sie halt wieder die Linie reinbringen, gell? Ja, der Kollege war da ein bisschen unanständig. Kreativ heißt das. Ach so. Gut, das war mal was Schönes. Jetzt weiß ich, warum ich den Job so gern mache. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Danke, Herr Martin. Ja. Brückenbaumuseum, warum gerade da? Warum gerade da? Das ist ein Projekt der Frau Renate Deißl. Und in der Region wurde ein Objekt gesucht. Und mit dem alten Stallgebäude sind wir fündig geworden. Die Gemeinde hat das unterstützt, die Region hat das unterstützt. Und das ist da installiert worden. Und was gibt es jetzt für Wäsche? Ganz einfache. Zuerst mit der Abdampfen, mit der Bürsten und dann einmal noch und dann passt. Das kostet dann wie viel? 3 Euro. Das ist ja noch wert, obwohl es jetzt gleich wieder zum Regnen anfängt. Nein, heute regnet es nicht. Ich habe jetzt gerade gehört beim Autofahren, dass morgen schön ist und heute auch nicht mehr regnet, also muss man Auto waschen. Und wie viele Einwohner hat jetzt Ihre Gemeinde? Wir haben 1370 ungefähr. Und Tendenz ist? Tendenz ist glücklicherweise gleichbleibend bis steigend. Was ja da in der Gegend nicht so normal ist, oder? Genau, so ist es ja. Wir haben auch die Ortschaft Rohrbons, das werden Sie vielleicht kennen. Mhm. Und dadurch sind wir auch die Größe. Edelsbach selbst hat nur um die 1000 Einwohner, hätte ich gesagt. Mhm. Ja. Dann weiter. Na, du weißt aber schon, dass es regnet, dass es gleich regnen wird, wenn man Auto wascht, ja? Nein. Das ist gemein. Wieso ist, was ist gemein? Ein sauberes Auto? Bitte? Was ist gemein? Dass sie mir beim Auto waschen fühlen. Wieso ist das was Unanständiges? Nein, das nicht, aber das ist peinlich. Was wissen wir von dieser Brücke? Wenn wir die Frau Deißl fragen hätten, dann hätten wir wirkliche Informationen. Ja, das sind alles ihre Kinder, die Brücken. Die Brücken sind ihre Kinder. Das heißt, sie hat keine eigenen? Nein, sie hat auch keine Partnerschaft, weil sie lebt mit und für die Brücken. Ist auch schön. Die Frau interessiert mich immer mehr. Sehr schön. Es rennt jetzt gerade die Zähluhr, also bitte nicht aufhalten lassen von uns, einfach weitermachen. Ja, man sieht, da drüben, schau mal Wolfi, hier werden Brücken gebaut, eindeutig. Was sieht man im Brückenbaumuseum? Im Brückenbaumuseum sieht man nachgebaute Modelle. Geschwungene, lockere Bewegung. Aha, jetzt kommt die Bürste zum Einsatz. Schau, jetzt kommt die hohe Schule. Und immer von oben nach unten. Ja, genau. Du redest ja vom Autowaschen, oder? Ja. Aha. Schau, was ist Zwentendorf? Nein, nicht Zwentendorf. Man soll das normalerweise nicht berühren. Okay. Das hat sich aus ein Unmengen von Teilen zusammen, ein Atomreaktor. Wahnsinn. Ein Atomreaktor, da war ich gar nicht so weit weg mit Zwentendorf. Genau, ja, da war und aber der ist absolut ungefährlich, ne? Aber was hat das jetzt mit Brücken zu tun, Frau? Die Frau Deißl möchte sich immer weiterentwickeln. Mhm. Sie bleibt nicht beim Modellbau Brücken, sondern probiert immer wieder weiter. Also sie hat auch Bergwerke schon gebaut. Ist er jetzt fertig? Nein, normalerweise. Aber
weil wir da sind, darum ist er jetzt fertig. Gell? Ja, was ist denn das? Eine Fantastic Bridge. Das war eines ihrer ersten Modelle. Wahnsinn, das schaut toll aus. 12 Jahre. Hat sie schon so gebaut. Mit 12 Jahren? Mit 12 Jahren. Das war eine ihrer ersten Modelle darauf. Und dann hat sie ja die Brücken eigentlich noch Ansichtskarten oder so nachgebaut. Sie kann keine Pläne zeichnen, aber sie kann alle lesen. Ich sehe gerade, sie passen optisch super zu ihrem Auto. Ist das jeden Tag so? Nein, das ist nicht jeden Tag so. Weil irgendwann muss ich das Leiberl mal umtauschen. Also ich habe gedacht, sie lackieren dann das Auto anders, wenn sie ein neues Leiberl brauchen. Nein. Hey, Brücken zum selber bauen, oder? Ja, für die Kinder. Okay, passt, das schaffe ich. Das ist was für dich. Brücken zum selber bauen, das ist was für mich. Zeig an, was du kannst. Okay. Liebe Kinder, ich sag euch jetzt, wie Autowaschen geht. Dazu braucht man ein Auto und Wasser. Idealerweise noch eine Bürste. Und dann wascht man von oben nach unten. Ja, meine Herren, da müsst ihr üben, gell? Sie ja, ich glaube. Kamera kennt bitte ans Werk. Ja, ich glaube. Sieh mal. Wir lassen da Hand die Professionellen. Weißt du was, Wolfi? Gib mir die Kamera. Soll ich wirklich? Probier du. Mein Bestes. Bitte gib dein Bestes. Du bist technisch sicher affiner. Ich würde so blamieren. Danke. Also. Wie viel Kofferraum hat er? Viel. Zeigen Sie mir einmal. Ja, sicher. Nicht, dass da was versteckt ist, was wir jetzt so. Nein. Dürfen wir? Ja, sicher. Das muss natürlich so zusammenpassen, gell? Okay, gut, Herr Doktor. Skalpell. Zange, Tupfer, Sterbeurkunde. Den werden wir verkehrt geben, gell? Ah, ja. Oh, da braucht man wirklich ein Gefühl wie beim Kartenspielen, gell? Das ist die Nervosität durch die Kamera, gell? Ja, eh. Ja, wer wird schon gern gefilmt? Also, man muss einfach wirklich ruhig draufbleiben. Ja, genau, wie bei der Kamera. So. Entschuldigung, das war jetzt... Super Auto, gell? Also, schau. Und man beachte, Platz für einen großen Koffer. Und vor allem einen schweren. Vier Kisten Bier haben wir ausprobiert. Ja, und wieso haben Sie dann einen Koffer drinnen, wenn Sie Kisten Bier transportieren könnten? Könnte ja, das könnte man machen, ne? Am Wochenende vielleicht. Wenn die Römer so Brocken gebaut hätten wie ihr, wären sie heute noch nicht fertig. Ja? Ihr habt ja ein Wahnsinn. Ihr braucht einiges zum Schneiden. Ja, Gott sei Dank haben wir einen Cutter. Genau, Martin, bitte. Lieber Martin, bitte verzeih uns. Ja. Wir kennen nichts dafür, nein, wir sind keine Brückenbauer. Wir haben jetzt keine ruhige Hand. Es ist vielleicht einfach, weil wir mitten im Job sind. Ja. Wie viele Kisten Bier? 4. Ja, okay, aber wo sitzen Sie dann? Vorne. Der Fahrer sitzt immer vorne und nicht im Kofferraum. Okay, und wo sind die 4 Kisten Bier? Da hinten. Geht's zwei links super. Und zwei rechts. Wer seinen Job als Hackensicht ist voll am Platz, da muss ich was anderes sagen. Genau. Wie wir sehen unseren Job als Spaß. Und jeder Spaß hat einmal ein Ende. Und darum würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Super. Vielen Dank. So, passt.